Kiste. Warte auf. Hast du mir die Westküche? Und so kommen wir hinten auf. Ja, bitte, ich komm schon. Ich komm schon! Oh, Peter, ich bin schon da! Ich hab ein Rettungsgerät mit. Nicht so viel Wasser drin. Hey! Sicher! Da ist alles noch. Hey, nimm dich da ein, ja, bitte! Ah, Peter. Hast du ein bisschen weiter zu mir? So. Nimm das. Ja. Einen Moment. Super, machst du das. Du musst jetzt mich auch noch ein bisschen ausheben. So. Peter, und jetzt ziehe ich dich da einmal auf. Ja. So. Eine Seite. Und. Hüpp! Jawohl! Und noch einmal! Hüpp! Jawohl! Ich hab noch Unzirk, bitte! Jawohl! Hast du das Blei raus, du? Sind das die Gottheit gewachsen, oder was? Ist das so? Geht's dir gut? Super! Wir sind am Land! Alles okay! Kannst du mir helfen? Ja, bitte, helfen. Einen Moment. Nein, ich mach ihn gleich auf. So, ja. So, ja. Warte, ich helfe dir! Ja, servus zusammen! Wir möchten jetzt gerade nochmal auf die allgemeinen Gefahren hinweisen, was am Waldsee und generell die Seen momentan so sind. Der See selber ist zwar dick zugefroren und wirkt da von jeder Seite recht dick, aber es ist durch das, dass es echt wärmer ist, gibt es warme Einspülungen. Man sieht da außen gut diverse Quellen, wo die warmen Quellen daherkommen. Da ist Eis vermeintlich undicht. Und deswegen kann es nur so dicht wirken, wenn man drauf geht, ist die Gefahr sehr groß, dass man einbricht. Daher bitten wir euch eigentlich, die Eisflächen nicht zu betreten, da die Gefahr sehr groß ist, dass man einbricht durch die ganzen Einspülungen. Aber für den Fall, dass doch einmal etwas passieren sollte, im ersten Fall bitte den Notruf wählen, die 144 für die Wasserrettung. Und dann hätten wir am Waldsee beim Café Salavie unser Eisreichgerät abgestellt. Das ist jetzt neu und das wirst du mir im nachfolgenden Bericht auch genauer erklären. Da mag sich jeder zutrauen, das ist für jeden Ersthelfer zum Einsatz geeignet. Und gut damit, jeder Ersthelfer kann damit Leben retten. Danke. Ja, du rufst mir fertig, ja? Es ist kommt keiner. Du kommst immer so fertig auf. Ja, bis da mal jemand Hilfe gibt, da weiß er schon der Suche. Ja. Relativ hoch. Und der versucht schon helfen. Und der schaut einmal, wo es sein könnte, wo es sein vielleicht.